Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wieder mit dem üblichen Leck und mit Jack Chris. Salut. Da habe ich auch gerade geleckt im Kopf. ja, wir fahren heute die CA Lorraine. Einen ziemlich schnellen Tank Destroyer der Franzosen auf 6-0. Ich war immer super skeptisch, was dieses Ding angeht, aber ich habe mich mittlerweile so ein bisschen drin verliebt. Also man kommt damit so schnell in super gute Positionen und die Kanone ist echt böse. Ja, ich war auch mega skeptisch, weil ich mir gedacht habe, okay, schon wieder ein Kasematten TD. Nee, das funktioniert im High Tier in der Regel nicht mehr, aber das Ding läuft. Das Ding läuft, ja. Also offscreen hatte ich echt gute Runden bis jetzt. Beim Stream ja auch. Stimmt, im Stream auch. Also da ist zumindest der Videobeweis vorhanden. Da hatten wir schon Spaß damit. Ja, bevor wir... Hä? Überraschenderweise. Überraschenderweise. Nur David nicht so. Wäre das Ding nicht französisch, hätte ja auch Spaß gehabt. Das stimmt. Aber ja, bevor wir aber jetzt auf den Gegner treffen, ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind bei den, oh, wo fahre ich denn hin? Hä? Ist hier zu? Ich weiß es nicht. Ich dachte, hier kommt man durch. Ja, haben die das zugemacht oder sind wir zu weit gefahren? Nee, hier ist sonst nichts. Also sonst fahren wir wieder runter. Okay, ich bin verwirrt. Oder muss man wirklich ganz außen rum fahren? Oh mein Gott. Nee, ich kann mich nicht... Egal. Die Danksagung. Ja, wir haben es geschafft. 3000 Abonnenten. Au. Bist du denn jetzt gegen mich? Unsichtbare Steine. Au. ja, 3000 Abonnenten. Also vielen Dank dafür. Und klopft euch selber auf die Schulter. Und auch danke an meine Aufnahmepartner und Kollegen. Ne? GG. GG, Digga. Ja, du hast es ja auch vor kurzem geschafft. Da gibt's ja... 500, für, ja. Für die Zuschauer gestern einen Stream. Ja, ich bin gespannt, wie kaputt ich nach dem Stream sein werde. Wie lange machst du? 5 Stunden? 5 Stunden. Also ich werde teilnehmen, ich werde ein bisschen mitmachen. Aber ich glaube nicht 5 Stunden. Oh, Ja, das ist ein Medium. Ich suche ihn gerade. Ja. Ja, gut. Ja, ich bin gerade überlegen, wo wir hinfahren sollen. Also das hat mich gerade irritiert. Also ist entweder die Mauer länger geworden oder ich bin von der Seite noch nie da hochgefahren, ehrlich gesagt. Also vielleicht wären wir sogar ganz außen drum gekommen, aber ich hatte jetzt Angst. Ich wollte doch nicht so früh sterben. Also ja, die Kanone ist echt übel. Ja, zum Spezial, also zu den 3000. Es gibt den nächsten Turnier, als Livestream. Werden heute auch noch testen. Willst du? Jo. Ach, ich bin abgeprallt, unbeschädigt. So geht das! Komisch, was ist denn ja, es wird ein Community-Turnier geben mit 4 gegen 4 Mann-Teams, mit Preisen, die ihr zu gewinnen habt, die ihr gewinnen könnt. Mein Gott, ihr müsst gewinnen! Hier. Wie weit? Hab nicht getroffen. Ich rangefinde jetzt. Au, ich habe einen reingekriegt von oben. Ich habe ihn getroffen, ungefähr auf 800 Meter waren es, glaube ich. Oder 900 so mit Dreh. Okay. Irgendwo dazwischen. So 820 vielleicht. Jo. Ja. Kannst du mir kurz reparieren helfen? Ja. Alles ist intakt, nur mein Getriebe ist kaputt. Das brauchst du doch. Tiger? Ja, sorry. Für die merkwürdige, holprige Ankündigung. Aber hier ist gerade Action. Ich schieß zuerst, dann du. Jo. Dahinter ist noch ein Panther. Ja, schieß erstmal. Tiger platzen bei mir One-Shot. Panther auch. Was ist denn das? Eine Jagd? Ich weiß es nicht, aber jetzt könnte ich, glaube ich, Reparatur zu brauchen. Also ja, das Ding, die Kanone, brutal. Ja, ist ein Russe. Das Ding ist halt wirklich, was einfach so viel Spaß macht, man kann mit dem Ding wirklich sehr schnell in gute Positionen kommen. Es ist unglaublich, also der Gegner rechnet oft einfach nicht mit einem. Man sieht sie auch nicht viel, die Lorenz, also so kaum. Achtung, fahr nicht raus, da ist ein 8-8er. Ja. Und ich habe die Panzerung am Anfang voll unterschätzt, also man kann, wenn man an einem Hügel steht, mit der Gun Depression arbeitet, echt viel einstecken. Loader, Track, hol ihn dir. Ich bin raus, nee, ich bin raus. Oh, verdammt. Loader. Er hat auf mich geschossen.
Oh, jetzt darf ich mal meine neuen Raketen ausprobieren. Ja, danke. Also ich komme aus der Luft. Ja, mach das, mach das. Mach die da weg, da sind mehrere. Schnell so einen Loader nachladen kann. Ein Loader-Loader? Ein Loader-Loader? Es ist dort. Der dort, ne? Das da. Ja, sehr gut. Was fährt da rechts? Fährt auch noch was dann in deine Richtung? Ja, ja, da fährt irgendein Medium, glaube ich, war es. Mach aber erstmal die Flak da weg. Ich mach erstmal die Achter weg, ja. Zwei, drei Raketen sollten da absolut lang. Also wenn du noch länger brauchst, schieße ich nochmal. Gucken, wie weit sie fliegen. Oh, das ist ja krass. Darf ich nochmal schießen, oder? Ja. Ah, nee, die Art. Warte, ich schieß nicht. Die A26 hat gebombt. Ja, ja, ist okay. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Nee, warte, oh mein Gott, das kann ich nicht. Jetzt hat er das Ding nicht genommen. Der ist hier vorne. Oh, hier ist ein Flugzeug, was mich nicht leiten kann. Ja. Mach's weg! Sehr schön, danke. Das war, glaube ich, der KV. Und ich habe immer noch 58 Raketen. Da ist schon wieder was. Ich versuche auch gerade mal nach dem Flugzeug zu gucken, aber da ist. Mach's gut. Alter, wer bombt denn hier so scheiße? Ich nicht, ich habe Raketen. Hier, wie gesagt, steht noch einer. Ja. Er kann nicht mehr schießen, nicht mehr fahren. Fahren auch nicht? Sehr schön. Nee. Hit auf den Panzer 4. Ist einmal komplett durch die Backe durchgegangen. Und da versuche ich es nochmal. Jo, mach das. Sieht so asozial aus. Oh, jetzt hat er mich. Du hast versagt. Ja, es waren nur Hits. Es waren nur Hits. Bin mal gespannt, wo er durchgekommen ist. Was? Durchs Gunmantlet? Der dickste Punkt und da kommt er durch? Ja, okay. Dann zeige ich jetzt die andere Seite der französischen Groundstriker-Medaille und komme mit der AD4. Das arme Gegnerteam. Achtung, da kommt ein feindlicher Jäger. Ja, ich bin gerade raus. Oh. Ich könnte Hilfe brauchen. Der Panzer 4 ist raus. So, jetzt bin ich aber in der Luft. Also wie gesagt, Leute, vielen Dank für die 3000 Abonnenten. Das haben wir gemeinsam geschafft. Das ist nicht nur mein Verdienst oder nicht nur der Verdienst vom Aufnahmeteam. Das ist unser Erfolg. Den feiern wir, wie gesagt, mit einem Turnier. 4-Mann-Teams, Ground RB ist geplant. Battle Rating 3.7. Ich bin gerade so ein bisschen in der Planungsphase mit ein paar Leuten. Du spielst wahrscheinlich mit, aber planen ist nicht so deins, ne? Ich kann planen. Okay. Ja, wenn du dich einbringen willst, lade ich dich in die Gruppe ein. Oh, lass mich in Ruhe, Flugzeug. Ich bin sogar gut im Planen, wenn ich will. Sehr gut. Bist du auch gut im Design von schönen Sheets und sowas? Nee. Ich benutze einfach nur ganz easy Excel. Okay. Oh, das ist eine P8. Hi, Panther. Ja, es war eine P8. Und ich habe natürlich einen Flieger am Hacken. Ich kann nicht hoch genug schießen. We no longer have the advantage. Ja, 109. Ja, der hat leider meine Flügelwurzeln zersiebt. Ja, das war's mit mir. Er bringt's auch nicht noch weiter rum zu eiern. So, hauen wir nochmal den EBR rein. Ich glaube, in der Stadt könnte man ein bisschen Support gebrauchen. Ja. Attention to the map. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, wo das Flugzeug ist, über uns, ich hör's. Ja, nicht ganz. Mach's kaputt! Ich will nicht zu viel schießen, das ist auch unser 109. Oh Gott, das wird mit den nächsten Updates echt verwirrend, wenn Israel seine ganze Luftflotte bekommt. Spitfire, 109er, Mustangs, Meteors, alles.
Ja gut, sind halt dann die, die nicht blau umrandet sind, ne? Dann kriegen wir was ab. Oberblinot. KV85 hat gerade unseren Insel getötet. Okay, ja, dann liege ich da gleich hin. Ist gesichert. Ich glaube, der steht irgendwo hier so und schießt auf die Leute, die in die Punkte wollen. Welcher war jetzt dein Punkt? Der bei C oder der zwischen B und C? Warte, direkt vor mir ist einer. Ich kann nicht mehr schießen, hol ihn dir. Der Turm ist leer. 3-3. Okay. Nee, KV-Türme sind von überall dick. Vor allen Dingen der 85er ist übel. Ja. Ja, nicht, dass du jetzt deine ganze Muni verheizt, das Ding hat ja nicht so viel. Ja, doch, ich hab übelst viel Muni. Ja, wobei, stimmt, das französische Ding hat zumindest mal mehr als das schwedische. Ich kann sagen, es ist kein Schwede. LOL, was? War das der vor... Hä? Oh mein Gott, hab ich ein Pech. Oh mein Gott, hab ich ein Pech. Da fährt ein T-34 zu B, direkt auf der Straße. Ja, ich weiß. Ich hatte ihm eben schon mal ein bisschen was seinen Tank geschreddert. Und hier hinten steht noch ein T-34-85. Okay, dieses Match ist noch nicht vorbei. Vive la France! Ich weiß nicht warum, aber mit der CA läuft's irgendwie. Ist ja auch cool. Ja, aber zum Beispiel mit dem... Ja gut, der Jagdpanzer 4.5 funktioniert deswegen für mich einfach nicht, weil er Heat verschießt. Aber ich hätte super gerne so eine CA mit einer kürzeren Kanone, kürzerer Reloadzeit. Das wäre schon cool. Wie gesagt, der war hier irgendwo. Böse Arti. Hallo, ich fahre hier in EBR. Ich kann nicht sterben. Das ist nicht möglich. Au! Sag ich doch. Ich bin offen oben. Ich kann sterben. Ah, die Straße runter ist ein Panzer. Ja! Das war blöd. Der Panther hat meine Kette bekommen. Ja, und ist durch mein Rad durchgeflogen. Meinem Rad geht's übrigens gut. Sehr gut. Rat ist einfach der Kette überlegen, fertig. Ja. In diesem Spiel definitiv. Außer im Schnee. Oder im Sand. Oh ja, Schnee. Und im Matsch. Und hier und da und da und hier. Hey, I see. Jetzt haben die sich B wieder geholt. Panther. Der, der meine Kette kaputt gemacht hat. Okay, er ist tot, hat er verdient. Ja, die PR-8 lebt halt immer noch. Ich mach da mal einen sehr, sehr schnellen Abgang. Wo sind die? Ja, jetzt hat sie die Bombe schon wieder raus. Ach, okay. Sie auch nicht kommen gehört. Und den nächsten Punkt wieder cappen. Was ist denn los hier? Zu gönnerhaft heute. Jetzt ist aber auch gut. Jetzt ist was bei C. Mal gucken, ob ich da. Ich fahre dort da helfen. Ich stelle mich hier mal kurz als Wrack hin. Ich bin tot, beachtet mich nicht. Ich glaube, über solche Ankündigungen und wichtigen Themen mitten in der Folge zu reden, ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, sollte man, glaube ich, eher besser zwischen den Runden machen. Ja, also ich definitiv für das Turnier bekommt es noch ein separates Ankündigungsvideo. Es wird sowohl auf dem Discord als auch als Video nochmal kommen. Na, sehr schön. Seitlich? Ja, seitlich in den Turm. Wobei, du könntest das Ding auch frontal killen. Ich wollte es nicht probieren. Ich habe einfach die Position genommen, die er mir gegeben hat. Ja. Hold on a minute. Wait, please, drive in front of me.
Und es ist so schön, Englisch reden zu können, ohne sich schämen zu müssen. Ohne Angst vor einer Konsequenz haben zu müssen. Wenn's. Wie David ist es das? Ja, David mit dem Nix-Franzosen spielen müssen. Eigentlich sollte er heute schon mitmachen, aber er hat sich erfolgreich gedrückt, weil er hat ein Konzert oder so. Oder ein. Ja, Konzert macht er, ne? Konzert, ja. Er macht Musik. Der olle Bläser. Boah, die Posi ist wie asozial. Hier war ich noch nie. Hier ist hier zwischen den Straßen, wo ich gerade stehe, ist so, so ganz viele Büsche, wo du mit dem EBR dich einfach reinstellen kannst, du verschwindest. Sehr schön. Cloaking Device activated. Ja, war ein schöner Einstieg, würde ich sagen. Kann nur schlimmer werden. Verdammt, ja. Wie in der letzten Aufnahme auch. Oh. Gut starten und ab und nachlassen. Ja, ja. Okay, was kriege ich? 10% Discount für die Jack 3 bei Frankreich. Ich glaube nicht. Aber eine tägliche Aufgabe erfüllt und den Motor für die Lorraine. Also, guter Einstieg. Boah, bringt die Transmission wirklich was? Gefühlt bei dem Ding? Ja, ja, ja. Okay. Das sind alles wichtig, was Geschwindigkeit angeht. Ist? Okay, dieses Spiel. Was? Ja. Ich frag nicht, dieses Spiel ist teilweise echt buggy. Ich habe in Schlacht gedrückt, dann kam erst das runtergefahren, dann kam Leaving Queue, dann waren wir wieder im Hangar, dann kam wieder dieses Ding mit der Schlacht und dann waren wir im Hangar. Hä? Okay. C, ganz klar, oder? Okay. Ja, diesmal sind wir das komplette Gegenteil von eben. Achso, weil wir geupdatet wurden, meinst du? Jetzt sind wir komplett 7-0, ja. Die Kanone schreddert trotzdem. 270 mm Pen auf 100 Meter und 204 immer noch bei 30 Grad Winkelung. Erst bei 60 wird es nicht mehr so gut. Und vor allen Dingen auf Straße fährt sich dieses Ding echt gut, weil, naja, das hat normale Reifen. Zwar durch eine Kette getrennt, aber ich würde zu gern sehen, was passiert, wenn du die Kette abmachst. Das dürfen wir leider nicht. That's a no-no. Vielleicht irgendwann, wenn die mal wieder ein Mini-Update brauchen für den Herbst. So, Drive without trackless. Das Update trackless. Genau, trackless. Ich bin mal gespannt, wann die nächsten Devblocks kommen. Die sind jetzt schon wieder in Verspätung quasi. Also ich werde mich versuchen, hier direkt ans Haus quasi zu stellen und in den Cap. Ja, ich werde mal dann hier so weiter, mal so weiter links fahren. Nicht zu dem LKW, sondern halt. Du hast dann mein Heck im Blick, ne? Ja. Roger that. Ist aber auch ein schöner Hintern. Das ist aber auch krass, ey. Ich meine, hier über 60 mit so einem Jagdpanzer zu fahren, ist schon nett. Also ich meine, der Jagdpanzer ist auch cool, aber der ist nicht schnell genug. Der Jagdpanzer mit der Geschwindigkeit. Das wäre echt bornös. Ja. Mann, Damage, kannst du schießen? Ja, sobald ich ihn sehe. Da. Nein, danke. Aha! Bin abgeprallt an dir. Schützrohr. Oh mein Gott, was geschieht? Das ist ein Jagd 4-5, ne? Ja, ich bin bei dem abgeprallt. Okay, der Schuss war echt scheiße, aber trotzdem, ich bin abgeprallt. Die sind in letzter Zeit auch irgendwie ziemlich trollig. Ich irgendwie Lust, ihn zu pushen. Der hat jetzt eh keine Kanone, also. Und wir sind schnell. Ja, das heißt der aber nicht. Er kann uns nicht sehen und er kann uns nicht sehen. Er smoked auf jeden Fall. Immer noch sehr gründlich. Oh. Oh, verdammt, panne ich rein. Also der steht direkt links vor dir. Ja, ich weiß. Und die Su 100, die steht direkt dahinter. Ich versuche so schnell wie möglich wiederzukommen. Hast du gekriegt? Verdammt. Nee, ich hab nochmal die Kanone zerstört. Sowjet also. Felix. Also Felix, mal ganz ehrlich. Das war uncool. Ach so, ja, stimmt. Ich hab ja gecapped. Ich hab mich gerade gefragt, warum ich Punkte habe. Das war echt unkühl. Ich verstehe halt manchmal die Panzerung des 4-5 nicht. Entweder sie lässt jeden Scheiß durch, also mit so einem 550 Cal oder so. Ja!
jetzt das Ding locker wegmachen, dann haust du mal was Richtiges rein, das Ding irgendwie überlebt oder bounced es. Ja, das stimmt. Ach, denke, okay. Gut gemacht. Wie war das raus? Ja, okay, zu weit für ein Messer. Das werden so 900 Meter sein, denke ich. Okay, sehr schön. Ist noch der andere. Ja, die Kanone, wenn sie connected, sage ich mal, dann ist es übel. Ja, ich weiß, das immer noch was. Das Falsche, was ich getroffen habe. Hilfe? Na, das ist meine Kette. Wo ist der? Der ist da geradeaus durch. Jetzt aber zurückgezogen. Jetzt kommt er wieder raus. Da. Ah, sehr gut. Ja, tja, bist gefixt. Danke sehr. Und ich habe uns auch von Felix gefixt. Aber der Clan bringt mich schon wieder auf was. BT42, ja, den hätte ich furchtbar gerne im Spiel. Ja. Der Derp-BT. Was war das, eine 105er? Das wäre eine gute Edition für den schwedischen Twi. Ja, genau. Also, die haben jetzt uns beide weggemacht und wir haben sie beide weggemacht. Ja, wir sind quitt, würde ich sagen. Ja, aber. Was kommt da aus der Luft? Ich höre ein Flugzeug, ich mag's das nicht. Ich pack mal kurz ein. Ich verstecke mich mal im Schatten. Das Schöne ist, bei der Lackierung der Franzosen geht das sogar ganz gut. Ist noch 109, aber die will nicht zu uns. Ja. Oh, aber die will zu dir, aber die hat verkackt. Mein Kanonchen ist gelb. Ja, wenn du wartest, komme ich mit. Meine Kette ist gelb. Oh, die bewegt dich, die hat noch Bomben. Lol, wie hast du das denn überlebt? Easy. Easy. Die war klein, die Bombe, und naja, schlecht geworfen. Geht so. Und das flache Heck hat ist abgefedert. Da dürfte gleich was kommen. Sind wir schon aufgedeckt oder sieht das nur so aus? Nee, sind wir nicht. Okay, das ist nämlich komischerweise so hellrot aus auf meiner Minimap. Also ich guck mal hier runter. Ein Stück zurück und gucke auf die dann von da. Ja, oh. Da kommt was. Ja. Ein Brite, er hat den Schuss ohne Probleme gefressen. Ach verdammt, ich hab geschossen. Ist eben noch schön die Kanone angepriesen und jetzt abgeprallt, nicht getötet. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht mehr, der ist nicht voll komplett zugegangen. Ah, der ist bei mir, direkt vor mir. Ah, lol, da kann man durchschießen. Lol. Ach man, das hasse ich so auf dieser Map. Manchmal kannst du da durchschießen. Okay, der hat jetzt nicht da durch, aber der andere hat da durchgeschossen. Und manchmal kannst du es nicht. Das ist richtig okay. Nervig. Ach, dann kommt Tiger 2 jetzt. Ja, ich sehe es. Aber, ja, wie war predicted? Jetzt läuft's halt so, ne? Das Getriebe von dem Tiger 2. Nach. Also ich eile. Stehen die noch beide vor dir? Ja. Also ich habe jetzt gleich die lange Straße vor mir. Dann genau in der Sekunde, wo ich schießen kann, schießt er mir natürlich einen Schützen auf. Also und muss ich jetzt zu dir rushen oder stirbst du? Ich bin tot. Okay. Scheiße. Scheißen Dreck. Die britische Panzerung ist auch so ein Ding. Manchmal irgendwie. Ja, die ist super trollig. Gerade vom Comet die Panzerung. Ja. Du hast am Turm teilweise Stellen, da kommt die auf über 200 mm und der Rest ist dann irgendwie 50 mm. Und du hast dann immer genau dieses Glück, diesen Pixel zu treffen. Irgendwie schon, ja. Also ich habe auch gerade irgendwie auf eine flache Stelle geschossen, aber trotz
wenig Grad bin ich nicht durchgekommen. Ganz komisch. Sich uns unsere rechte Rennsemmeln. Nee. Hab ihn. Sehr schön. Jetzt suche ich nach dem Tiger. Gucken, wo der hingefahren ist. Bist du von oben? Ah ja. Ja. Ist auf jeden Fall nicht mehr da, wo ich ihn zurückgelassen habe. Sind wir jetzt bei Pluteriebe-Quotes. Kann gut sein, dass der da auch im Rauch ist. Ja. Das weiß ich aber nicht. Ich guck nochmal. Ja, ist er. Hast du Bomben? Nee, nur Raketen. Also der ist da im Rauch. Kein Hit. Ah nee, der ist dahinter. Okay, der ist dort. Wieso kann ich eigentlich nicht... Der jetzt? Nee, der bleibt da stehen. Wieso kann ich eigentlich nicht, wenn ich nach hinten gucke, markieren? Also ich benutze die freie Kamera dafür. Ja, ich auch, aber... Also nicht die freie Kamera, beziehungsweise ich steuere mein Flugzeug mit den WASD-Tasten. So, da. Ja, so mache ich es auch, aber ich kann nicht nach hinten markieren. Da hab ihn. Sehr schön. Oh, ich hab das. Okay, das wird teuer. Ich kann leider nicht gegenhelfen. Nee, ich mir auch nicht. Na komm, wo bist du? Da ist auch noch eine Thunderbolt, pass auf. Pass auf, da ist ein Flak. Links von. Ne, rechts von dir. Umdenken, während man am Boden sitzt und dir zuguckt. Nee. Most of the zones are under control. Ne, mit den Raketen dran ist es sehr schwer zu fliegen. Guck mal, wer das schon wieder war. Ja. Na gut, zwar. Oh, verdammt. Mach's gut. Sweet Jesus, ich habe erst auf das Geräusch gereagiert, als ich gemerkt habe, da ist kein blauer Dot auf der Map. Ja, vorhin hatten wir es noch vom Jagdpanda. Ich bin dran mit dem Flugzeug. Da fliegt noch was vom Gegner, oder? Ja, also eine 109. auf jeden Fall. Ist gerade über dem Airfield. Also über dem hier am Boden, neben A. Wie hoch? Fliegt zurück zu seinem Airfield und hoch. Ich finde das super schwierig, Jäger zu sehen, wenn die unter einem sind. Also der fliegt weg vom Schlachtfeld, ja? Der fliegt weg, ja. Okay, und die P-47? Die sehe ich nicht mehr. Ich weiß noch nicht, ob sie da mit dem letzten Patch irgendwo oder so wieder dran gedreht haben, an den Sichtbarkeit der Flugzeuge. Gefühlt, ja, gefühlt, aber ja. Für mich dreht sich auch mit jedem Patch der Sound wieder zurück. Das klang gerade nach einem Flugzeug, aber ich sehe es nicht. Anis, warst du dann bestimmt. Ein Hit? Guffel-Hit? Gut, dass ich noch mehr Bomben und Raketen habe. Wenn man in der ADF4 was genug hat, dann ist es Bombenzuladung. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Und ich finde, die fliegt sich auch echt angenehm. Das tut sie wirklich. Das ist ein sehr guter Also ich habe Spaß mit dem Ding, auch wenn es mir optisch nicht hundertprozentig zusagt. Ach ja, danke Gaijin übrigens für dieses Flugzeug. Das habe ich von denen auch bekommen. Ich selbst hätte es mir wahrscheinlich nie gekauft, weil mir die Dinger zu teuer sind mittlerweile. Wobei, ich weiß gar nicht, wie teuer ist das, weißt du das? Kann ich gleich mal nachschauen. Also wenn man den Baum durchforschen will, ist so ein Ground Striker echt gut. Aber man muss halt Ground RB spielen, weil in Luftkämpfen pur kriegst du kaum noch Forschungspunkte. Haben wir letztens bei dir auch bemerkt. Also die KI-Dinger haben sie ja 40% runtergeschraubt, die Punkte, die man bekommt. Ja, das ist so ein Schwachsinn. Ja,
letztens war. Als nächstes schrauben sie schon auch noch die Bomben runter, damit niemand mehr Bomber spielt. Dann können sie ihren Deathmatch-Mode in der Luft machen. So. Oh, ich habe den Super Bias. Nein, mir fehlen noch 490 Punkte. Sollen wir noch eine Runde machen? Komm, wir machen noch eine Runde. Holen wir jetzt auch den Super Bias. Ich glaube, die Lorraine 40 Tonnen ist ein guter Zusatz für die Super Bias, oder? Moment. Die habe ich schon, aber ich denke, ja, 7,7. Ja, nehmen wir mal mit. Guck mal bitte noch ganz kurz, wie teuer das Flugzeug ist. Ja, gut, dass du mich daran erinnerst. es kostet 6.090 Gold. Ja, oh, die Preise sind mittlerweile echt abgespaced. Das ist ungefähr 30 Euro, etwas über 30 Euro. Ja, also wenn ihr einen Reduzierungsgutschein habt, kann ich es euch empfehlen. Oder zu viel Geld. Ist ein netter Ground Striker. Hat keine Airbrakes wie die Standardvariante, da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Dafür hat sie eine Tür. Wir können entweder auf die Achterlinie ganz außen lang fahren oder hinterm Berg lang. Sagen wir, fahren hinterm Berg lang, hier so die A-Linie, B-Linie. Okay. Mhm. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen probieren wir das jetzt mal. Das ist total asozial, also wenn der Gegner nicht drauf achtet, Punkte. Ist das richtig assi. Ich muss nur irgendwie 500 Punkte holen, dann bin ich glücklich. Zu weit gedreht. Und Franzosen haben echt hübsche Tarnung. Zumindest manche davon sind echt cool. Hier ist 2, danke fürs Drehen. Ich krieg da Hals nicht jetzt unbedingt. Ich reg mich da immer so ein bisschen auf, wenn so langsame Panzer die Straße blockieren. Ja. Gerade wenn du in sowas wie einem Ruhe sitzt oder einer Hellcat und dann vor dir fährt so ein KV-2 oder so, der dich einfach nicht durchlässt. Ja, denke ich auch jedes Mal. Ich meine, das hat doch nichts damit zu tun, dass die dich irgendwie. Also, das hat doch nur Nachteile fürs Team, wenn du als schneller Panzer nicht schnell durchkommst. Richtig. Also, ich mache am Start immer Platz für die Schnellen. Oder ich halte teilweise sogar an, damit die erstmal abhauen können. So halte ich das auch, ja. Versuche nicht im Weg zu stehen. Gerade wenn du mit sowas wie einem T95 unterwegs bist. Klar, man kann, es kann auch mal passieren, dass man nicht aufpasst oder so, dass man blöd, selber blöd gespawnt ist. Ich unterstelle ja nicht jedem, der das macht, dass es Absicht ist. Aber man hat halt einfach das Gefühl, viele wollen dich nicht durchlassen, weil sie denken, keine Ahnung, du klaust Kills oder gute Positionen. Aber 95% machen das bestimmt absichtlich. Ja. Die anderen 5 sind von Guard. 1 und 2. Boah, die Position ist für uns halt echt böse. Also ich meine, hier kann man echt runterrutschen, aber wenn wir hier an der Klippe stehen bleiben, quasi an der Kante, können wir mit der Gun Depression arbeiten. Sehe ich ja auch die Map mal von hier. Wow. Du warst hier echt noch nie. Ich bin hier echt noch nie lang gefahren. Dieser Punkt hier, ich weiß nicht warum, die den drin gelassen haben. Das ist so asozial für so Fahrzeuge wie das 901 oder irgendwas halt mit viel Gun Depression. Mhm. Lass mal mit dem IKV mal hier hinfahren. Ja, aber die meisten fahren ja auch noch weiter und tauchen dann hinter dem Spawn. Ja, aber das mag ich nicht. Also deswegen habe ich die Map auch mal eine Zeit lang rausgehaut aus meiner Liste. Also das ist halt bescheuert, dass das hier geht. Irgendwo ist ein Light vor uns. Mhm. Er ist klein, der kommt gleich hier raus. Ja, komm. Muss irgendwo hier vorne sein. Aber er ist flach. Was zur Hölle? Okay, der ist sehr flach. Ich push den jetzt. Verdammt. Hat mich gesehen. So viel zum Thema, ich push den jetzt. Jetzt komme ich aber nicht zu den 500 Punkten, die ich brauche. Okay, jetzt ist er schon raus. Ja, nee, das ist blöd gelaufen. Was, dass der, vor allem, dass der dich gewone-shottet hat. Gut, er war sehr nah dran. Ja. Aber krass war, dass er eigentlich gar nicht so flach war, als er macht's. Und dass er dann trotzdem erst kurz vor mir dann aufgeploppt ist. Also. Gebe ich einfach Gaijin die Schuld. Ja, Gaijob ist es schuld. Definitiv.
Ja, ich halte die Position mal. Kommst du nochmal, oder? Ich komme nochmal, ja. Gott, schon Flieger. Junge, wie viele M18er sind denn hier? Das ja. Waren doch jetzt locker 4 oder 5, die da krepiert sind bei A. Schön, ich bin ja schnell wieder da. Ja, das stimmt, das stimmt. Hier, also, wenn man schön am Hügel steht, dann ist die Panzerung vorne auch gar nicht so schlecht. Man kommt trotzdem auf knapp 100 mm. Und immerhin hat es nicht den Schwachpunkt der Fort mit dem komischen geschwülst. Ja, du hast zwar trotzdem eine Cupola oben, aber ganz ehrlich, ja, das lohnt sich kaum, da drauf zu schießen. Das Ding, wenn ich das mit dem Ding vom Fort vergleiche. Boah. Gut, das beim Fort ist ja schon fast ein Geschwür. Ja, richtig. Er kommt da angepäst. Ich sollte mal anfangen, so Soundeffekte reinzumachen. okay, hier kommt irgendwo ein Panther. Ich bin sogar am überlegen, ob wir noch eins weiterfahren. Der Panther ist schon wieder raus. Jetzt noch ein Stück weiter. Ja, unser Team kontrolliert halt oben den Berg. Let's do it. Ich glaube, du kommst da übrigens nicht mehr raus, wenn du da runterfällst in die A1er Spalte. Nee, das sieht also sehr, zumindest nicht sieht, gut. Sieht sehr steil aus. Und wir wissen ja, steile Hänge. Sind eingebuttert. Eingebuttert, ja. Oh. Sorry, Birke. Wächst bestimmt nach. Das sah cool aus, was auch immer das war. Lol. Ja, also du musst jetzt noch irgendwas machen, damit du an deine Punkte kommst. Ja, aber das kennt man ja. Du sagst, hey, ich brauche nur 500 Punkte für etwas. Ja, ja, so, ja. Oh, du brauchst nur 500 Punkte. Es wäre echt schade, wenn das jemand zerstört. Wie unterstellst du dem Spiel, dass es mitdenkt und dich quälen will? Ist ja genauso wie letzte Runden. Wenn man sagt, hey, ich habe noch eine Runde. Hier. Ja, ich seh's. Schieß drauf. Sehr gut. Da hast du deine 500 Punkte. Yeah, ich habe 100 Punkte. Ich habe 40 Punkte für den Kill bekommen. Was? Ja, gut, ich hatte 60 Punkte, als ich gestorben bin. Jetzt habe ich 100. Läuft. Es gibt echt. Aber das ist ja nicht 1:1 übersetzt in Forschungspunkte. Das wäre ja auch echt dreist. Sie hatten es ja vor. Ja, Leute, den Kill hätte ich haben können, aber er braucht Punkte. Also feed ich ihm die Kills. Also, das hatten sie ja wirklich vor mit den 1:1 umsetzen. Ja, aber ganz ehrlich, dann brauchst du Jahre, um auf Battle Rating 3 zu hier Rang 3 zu kommen. Und das sogar mit Premium, ja. Ich glaub's nicht, dass ich jetzt hier hinfahre, aber wir kriegen echt nichts mehr ab, wenn es nicht so ist, ne? Wir zeigen euch jetzt, wie man es nicht macht. Ja, genau. Und irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen dreckig, weil ich das gerade mache. Ja, ist echt so. Genau sowas wie bei manchen Maps, wo du einfach hinter den Spawn fahren kannst. Ja, das ist ja so eine Map, vor allem wenn du hier weit genug nach hinten fährst. Stimmt, genau. Du kannst ja hier. Viele ja tun. Warte, wo kannst du hinfahren? Irgendwie, ja, da. Ja, genau, hier da kannst du hinfahren. Und wenn du da nämlich hinfährst, tauchst du nicht mal auf den Spawnradar auf. Ja, das ist so richtig abgefuckt. Ja. Nee, das mache ich jetzt aber wirklich nicht. Sollte mal gucken, dass wir oben bei A so ein bisschen helfen. Ich werde mal so. Ich höre was. Hast du das? Okay. Halt mal an. Kann doch ich sein. Ich glaube, das warst du. Okay, interesting. Ich glaube, wenn wir jetzt zu A hochfahren, sind wir Toast. Ja, aber irgendwas müssen wir mal tun. Also ich fahre zumindest noch ein Stück vor. Turmweitwurf. Das passiert mit dem Ding sau häufig, habe ich das Gefühl. Was? Na komm, noch ein Stück höher. Bist du hoch genug? Nein, bist du nicht hoch genug. In die Richtung ist noch eine Ostwind. Sie ist noch nicht hoch genug, sie zeigt ihren Turm nicht. Verdammt. So, jetzt aber. Oh verdammt. Direkt bei mir ist ein Tiger. Rechts von dir, 90 Grad.
Ich seh's. Kann ich ihn beschießen? Gönn dir. Ja, ich muss ihn pushen, Moment. Also der schießt sie halt locker überall durch. Ich hab ihn leider zu spät wieder bemerkt. Mhm. Lol, was? Lol, am Arsch. Die stehen so dicht hinter unserem Spawn. Hm. Auch gut. R3, würdest du bitte die... Hallo, R3? Teammates, wirklich. Teammates. Was ist denn falsch mit dir? Ja. Ich habe den Tiger leider nicht mit dem ersten Hit bekommen. Und konnte die Ausfind mich holen. Ob ich den entscheiden musste. Ah, stimmt, die fallen jetzt auch in unseren Spawn rein, ja. Sehr schön, ES. Wenn du out of ammo bist, dann lenk ihn wenigstens ab. Mach irgendwas. Kannst du den Turm reinschießen? Ja, Moment. Nur so dann zerschießt die Kanone. Irgendwie. Assist bekommen? Ja. Sehr gut. Excellent. Nee, ich lasse mich jetzt nicht auf die Diskussion ein. Ich wollte gerade schreiben, dass er ihn hätte rammen können, also seinen Schuss vielleicht. Oder dass er ihn zumindest nervt, dass er einen Turm dreht, irgendwas. Ja. Vor allem, wenn du in R3 sitzt und, ja, keine Ahnung, zum keine Muni hast und theoretisch noch einen Spawn hast, dann geh doch raus. Oder fahr einfach wild übers Schlachtfeld. Mach irgendwas Lustiges. Den Gegner zu nerven. Ach komm, leck mich doch am Ärmel. Gott sei Dank hat der Timer zu hoch eingestellt. Machen in letzter Zeit irgendwie viele. Ja, also der Timer war, glaube ich, locker auf 3 Sekunden, also ich bin noch weggefahren. Man sieht auch irgendwie oft, dass die dann irgendwie auf 5, 6, 7 Sekunden plus stellen. Und ich frage mich, warum. Ja, also 2 Sekunden lang, absolut. Also selbst mit einem langsamen Propellerflugzeug mit einer Tonnenbombe kommst du noch weg. Ja, ich habe noch 1,5. Also 2 hat sich für mich als die beste Wahl entpuppt. Also wenn für dich 1,5 funktioniert, dann ist das ja gut. Meistens. Manchmal sterbe ich auch, aber das ist halt auch so ein bisschen Risiko und das macht Spaß und wenn das Adrenalin dann und sowas. Adrenalin? Ich will Punkte, Digga! Ich brauche Reparatur. Ich bin unterwegs. Bin ich in Gefahr, wenn ich ihn repariere? Ja, bist du. Brauchst du Artillerie irgendwo? Oh, verdammt. Ich brauche vor allen Dingen funktionierendes Rohr in weniger als 17 Sekunden. Von wo? Hier ist irgendwo ein M24. Okay. Und, warte. Da oben ist ein Ostwind. Die kannst du killen. Ja. Hast du mal ein Auge nach da oben? Ich guck nach da oben, ja.
leck mich doch. Nein! Okay, das wird dann doch etwas schwieriger. Ach Leute. Ja gut, jetzt kann ich auch noch. Oh, jetzt komme ich von oben. Ja gut, jetzt werde ich von der Flugzeug rausgenommen. Und vom M24. Oh mein Gott. Warum schlagt ihr alle auf mich ein? Oh hey, guck mal, der Typ hatte noch Backup-Panzer. Mensch, wäre der mal mit was anderem hochgefahren. Das ist aber eine Überraschung. Ja Mensch, ne? Al, wir haben dir gerade gesagt, wo die Gegner sind. Warum fährst du da jetzt einfach blind hin? I'm sick. Nur so eine Frage. Also ohne... Fick, no offense. Dude. No offense. Bro. No offense, Bro. No offense, Bro. Ach komm. Nee, also die Map ist zum Kübeln. Die ist wirklich zum Kübeln. Finde ich auch. Ja gut, der steht jetzt bei der steht jetzt bei der Burg und schießt in unseren Spawn. Das Problem ist, es gibt halt Maps, die mag ich im Moment weniger als die, sonst wäre die bei mir auch schon wieder gesperrt. Welche? Also, Aralsee habe ich aktuell gesperrt. Ich finde die gut. Also ich mag die Map. Der einzige Punkt an der Map, den ich richtig schlimm finde, ist dieser offene Schiffsfriedhof. Die ist genauso unbalanced und Spawn-Camper-Map wie die meisten der Genester D. Pass auf, bei der Burg, bei dem Turm hinten steht einer. So, jetzt guck mal Jan zu, wie man es richtig macht. Das ist lustig. Du bist ein Scherzkeks. Ja, das kann ich so ab und zu. Das Problem ist, aus der Zuschauerperspektive kannst du nicht ranzoomen. Naja, du kannst doch keine gelben Pfeile machen. Nee, leider. Oh, ich hätte so gerne diese 335 abgeschossen, aber der Panther hat Nein gesagt. Ich auch. Aber mein Skill hat Nein gesagt. Dein Skill. Du sprichst mit deinem Skill. Leider habe ich sie nicht getroffen. Na komm, da habe ich doch gerade einen Mündungsblitz gesehen. Ah ja, direkt auf dem Weg. Ja. Ist der Tiger, oder? Ja. Das ist ein Panther. Lebt noch. Ja. Den liegt sogar nochmal. Weil immer noch ein Crewmitglied lebt. So. Sehr schön. Boah, das Zuschauen bei dir ist echt nicht angenehm. Ich hab direkt den Busch hinten dran quasi. Nee, alles gut. Bleib ruhig in deinem Busch. Zensiertes Zusehen. Ja. Ich hab schon die ganze Zeit die Augen offen nach dieser Ostwind, weil die ist, glaube ich, für dich am gefährlichsten. Nein, das Ding überlebt auch alles hier. Da ist sie draufgegangen. Nee, die lebt auch noch. Der M24 ist aber draufgegangen. Okay, dann müsste hier nur irgendwo ein Tiger sein. Warte. Welcher war das, der mich gekillt hat, ne? Tiger 1 müsste da sein, ja. Irgendwo noch. Ja, der ist auch nicht gestorben. Der Tiger 1 und die Ostwind leben noch. Ist das nicht die Ostwind, die da oben steht, das Wrack? Echt, bin ich jetzt blöd? Also geradeaus da, wo meine Kanone. Ah, doch, ist gestorben, ist gestorben. Ja gut, GG. Haben die Gegner gut gemacht? Gar nicht wahr. Unser Team war einfach nur schlecht. Das wollte ich nicht schon wieder sagen. Das sage ich viel zu häufig. Okay. Unser Team war gar nicht so schlecht. Naja. Aber so ist das nun mal. Wenn man eine gute Runde hat, folgen mindestens 3 bis 5 schlechte Runden. Meistens schon, ja. Aber, hey, Erfolgserlebnis. Ich habe einen neuen Motor, ich habe den Super Bias, ich bin glücklich. Ich habe auch jetzt einen Super Bias. 420.000 ist halt schon wieder ein Wort, aber mein Gott, was soll der Geiz? 5% Rabatt auf den Tiger-Hubschrauber. Was? Wie viel? 5. Ja, go for it. So, aber das müssen Super Bias erst kaufen, bevor ich weiter forschen darf. Ja, ich habe mir jetzt auch gekauft. Okay, dann gehen wir mal zum AMX-10. Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Aber das wird Thema einer weiteren Folge. Wir beenden das jetzt hier. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir bedanken uns und ja, ihr hört von mir uns demnächst wegen dem Event. Mein Gott, Deutsch. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.